Justiz und Medien haben zwar dasselbe Feld, also sie sind beide mit Kriminalfällen beschäftigt, nur die Justiz ist sozusagen da, die Wahrheit zu finden, was auch immer diese Wahrheit ist. Und die Medien verfolgen natürlich durchaus auch andere Gründe. Die Geburt der Litigation PR war in den 80er Jahren ein Schadenersatzprozess, nämlich von Westmoreland gegen die CBS News. Dort hat der Chicagoer PR-Berater John Scanlon, der auch als Vater der Litigation PR bezeichnet wird, diese Art auch erfunden. Das erste Handbuch zu Litigation PR stammt vom US-amerikanischen Anwalt und PR-Berater James Haggerty aus dem Jahr 2003. Haggerty veröffentlichte es unter dem Titel In the Court of Public Opinion, Winning Your Case with Public Relations. Wie nimmst du eigentlich in deinem rechtsanwältlichen Alltag diese aktuelle Form dieser Litigation PR eigentlich, insbesondere bei klamourösen Gerichtsfällen eigentlich wahr? Ja, diese Litigation PR nimmt natürlich immer mehr zu. Wir kennen es ja aus den Wirtschaftsstraffällen, wo jeder jetzt ein Wirtschaftsexperte ist und ein Bilanzexperte. Wir Juristen debattieren dann natürlich auch drüber. Und wir wundern uns aber auch manchmal, wie berichtet wird. Da werden ziemlich die Fachbegriffe durcheinander gewuselt und dann kocht die Volksseele. Und das finden wir dann oft auch bedenklich und schade. Bist du eigentlich der Meinung, dass die österreichische Litigation PR in den heimischen Medien eigentlich geeignet erscheint, die Prozessbeteiligten, sage ich jetzt primär die Rechtssprechenden, sprich den Richter, Staatsanwälte, die sind auch Rechtsanwälte, was auch ganz wichtig ist bei uns, Schöffen und Geschworenen eigentlich maßgeblich und signifikant zu beeinflussen oder zumindest extrem in der Meinungsbildung dieser Personen einwirken zu können? Die Deutungshoheit, die finde ich natürlich nicht aus rechtsstaatlichen Gründen, dass die bei den Medien sein sollte, sondern bei der Justiz. Also kann man schon sagen, dass die Beteiligten dort einer gewissen Einflussnahme ausgesetzt sind. Ja, sicher. Außen über diesen medialen Druck. Bist du der Meinung, dass auch dort mittlerweile Litigation PR auch in Zivilprozessen in Österreich schon mehr oder minder Überhand genommen hat? Ich habe schon auch durchaus prominente Scheidungen. Also meiner Wahrnehmung nach wollen zumindest meine Klienten und auch wenn ich so mit Kollegen spreche, sicher mit ihrer Scheidung nicht in den Medien. Ja. Es gibt aber auch andere Fälle, wo schon es gibt andere Fälle, wo ich mich frage, vorher in die Medien gegangen ist, ja. Wie das in die, wo ich auch die Strategie nicht verstehe, ja. Weil wenn ich jemanden sage, wir könnten auch in die Medien gehen, mache ich das sicherlich nicht zu Beginn, weil das ist so, wie wenn ich gleich meine guten Karten auf den Tisch lege und der andere sagt, ja und, was hast jetzt? Ich kann mir vorstellen, aber wenn es um irgendwelche Baustoppgeschichten geht, in dem Bereich zum Beispiel, oder wenn man im Umweltbereich ist, das sind natürlich super Sachen, oder gut, das sind wir im öffentlichen Recht, aber Baustopp, aber da würde ich sagen, da macht das sicherlich, oder auch im Konsumentenschutz, da gibt es jetzt viel, wo sicherlich eine Litigation PR, nämlich im Sinne von, das betrifft sicherlich nicht nur meine Mandanten, sondern eine Vielzahl von Mandanten, also wo man sagt, ich bin da einer größeren Ungerechtigkeit auf der Spur, da kann ich sagen, ist Litigation PR oder sage ich einmal die Ankündigung derselben extrem effizient, weil das führt ein Unternehmer meist mehr als die ein oder andere Klage. Die letzte Frage an dich, was ist dein Bauchgefühl oder deine Meinung? Wird sich das in Österreich noch weiterentwickeln, diese Litigation PR, die eigentlich eh schon da ist, ich glaube nur für Profis erkennbar? Es wird auch sehr stark von Anwälten eingesetzt, weil es ja auch ziemlich leicht ist, das zu platzieren in den Medien, weil es ja für Journalisten oft eine gute Geschichte ist. Nur da nochmals appelliere ich an Journalisten, hinterfragt es das.